In diesem Video zeige ich dir, wie du im Zweiersystem schriftlich addieren kannst. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe hier schon mal eine entsprechende Aufgabe vorbereitet. Du siehst hier also eine längere Reihe von Einsen und Nullen. Das sind also zwei Zahlen hier im Zweiersystem. Deswegen habe ich da hinten diese kleinen Zweien auch dahinter geschrieben. Das bedeutet also, das sind Zahlen im Zweiersystem. Oder halt Binärsystem auch genannt oder auch Dualsystem genannt. Das ist alles das Gleiche. Ich werde dir in diesem Video auch nochmal die schriftliche Addition im Zehnersystem kurz zeigen, um die Parallelen zu zeigen und auch um zu zeigen, dass das im Binärsystem eigentlich sogar noch viel einfacher ist als im Zehnersystem. Ich nehme mal diese Aufgabe hier als Beispiel. Die habe ich jetzt hier schon komplett gerechnet. Wir werfen da nur einen kurzen Blick drauf. Ja, also das hier ist eine ganz normale Aufgabe im Zehnersystem und das beherrschst du wahrscheinlich ganz sicher. Ja, da kannst du rechnen. Und im Binärsystem, da, naja, da fällt es dir vielleicht schwer. Ich will dir jetzt aufzeigen, dass es im Zehnersystem eigentlich viel, viel komplizierter ist. Ja, hier musst du so allerhand rechnen. Du musst ja so stellenweise das dann addieren. Und zum Beispiel hier 9 plus 4 ist 13, 3 hin, 1 im Sinn. Ja, was du da im Hinterkopf haben musst, ist die sogenannte 1 plus 1 Tabelle oder das kleine 1 mal 1. 1 plus 1, Entschuldigung. Das kleine 1 plus 1. Wenn du das in einer Tabelle erfasst, dann sieht das so aus, ja, und du siehst, das ist jede Menge. Gut, das ist ja alles völlig bekannt. Diese Tabelle brauchst du überhaupt gar nicht mehr. Zum Beispiel 9 plus 4 würdest du dann hier unten finden, in der letzten Zeile. 9 plus 4, das ist 13, das steht da, ja. Gut, das Gleiche musst du auch im Binärsystem machen. Ich zeig dir mal die 1 plus 1 Tabelle im Zweiersystem. Das hier, das ist das kleine 1 mal 1 im 1 plus 1 im Zweiersystem. Schau dir das mal an. 0 plus 0, ja, ist 0. 0 plus 1 ist 1. 1 plus 0 ist 1 und 1 plus 1 ist dann 1, 0. Ja, ich mache mal hier nochmal zusätzlich eine kleine 2 dran. Die könnte ich da überall dran machen, aber nur nochmal zur Verdeutlichung, dass da, das ist keine 10 aus dem 10er-System, das ist die 1, 0 aus dem 2er-System. Ja, und mehr gibt es da halt gar nicht. Das heißt, addieren im 2er-System ist viel, viel simpler als im 10er-System. Und wir legen jetzt hier einfach mal dann los. Also, ich rechne 0 und 1, ja, das ist 1, könnte ich also hier auch nachgucken. 0 plus 1, das ist 1. Ich mache da hinten schon mal direkt wieder diese 2 für das Zweiersystem hin. 1 und 0, das ist 1. So, 1 und 1. Das ist 1, 0. Das steht ja auch hier in der Tabelle für das kleine 1 plus 1. Also 1 und 1, das ist 1, 0. Das heißt jetzt also 0 hin, 1 im Sinn. Ja, also ich wende wirklich genau die gleichen Gesetzmäßigkeiten an, wie bei der schriftlichen Addition im Zehnersystem. Ich mache mal weiter. Hier habe ich dann 0 plus 0 ist 0 und 0 plus 1, das ist dann 1. 0 und 0 ist 0. 1 und 1, das ist 1, 0, also 0 hin. Ein Übertrag. 0 und 0 ist 0 plus 1 ist 1. Kein Übertrag haben wir jetzt hier. Dann 1 und 1 ist wieder 1, 0. 0 hin.
einen Übertrag. 1 und 1 ist 1, 0. 1, 0 plus noch 1 ist dann 1, 1. 1 hin, einen Übertrag. 1 und 1 ist 1, 0. Plus 0 bleibt bei 1, 0. Also 0 hin, einen Übertrag. 1 und 1 ist 1, 0, also hier 0, da kommt nichts mehr, also kann ich hier die 1 direkt übertragen. So, und schon habe ich jetzt hier das Ergebnis. Das kann ich jetzt nur noch doppelt unterstreichen, mehr ist da wirklich nicht zu machen. Das ist auch garantiert richtig. Du musst da auch gar nicht hin und her rechnen zwischen den Zahlsystemen. Ja? Du kannst also in dem Zweiersystem drin bleiben und da ganz normal in Anführungsstrichen addieren. Du musst halt nur diese kleine 1 plus 1 Tabelle im Hinterkopf haben. Ja, und dann ist das super simpel. Probier es doch selber einfach mal aus. Und dann, falls du noch Fragen hast, dann schreib mir unten einen Kommentar rein. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Bis dann. Ciao.